Jo Leute, willkommen in der neuen Woche zum Evocast. Wir quatschen wieder ein bisschen über den Kanal und alles, was so privat ansteht. Nebenbei seht ihr wieder ein wenig Gameplay von Candybox. Ja, zuallererst möchte ich mich einmal entschuldigen. Ich habe Sonntag bis 3 Uhr gepennt, also bis 15 Uhr. Deswegen ist das 14 Uhr Video ausgefallen. Dafür gab es dann ein 18 Uhr Video. Sollte so eigentlich nicht sein. Ich bereite die eigentlich immer morgens vor. Lag daran, dass mein Bruder Geburtstag hatte am Samstag und dementsprechend ich ein bisschen länger gemacht habe. Aber naja, gut. Wird also nicht nochmal vorkommen, denke ich. Also zumindest doch in nächsten Jahrer Zeit. Mein anderer Bruder hat am 5.11. Geburtstag. Aber wie gesagt, sollte eigentlich nicht der Regelfall jetzt werden. So. Sorry dafür halt. Ich versuche mich da zu bessern. Nächstes Mal, wenn sowas ist, bereite ich halt das Video, zumindest oder die Videos bis 17 Uhr halt vor. Weil bis 20 Uhr durchpennen wird ein bisschen schwierig. Nein. Gut. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich das Monatsspecial eigentlich nach vorne ziehen möchte. Dabei habe ich aber komplett vergessen, was diesen Monat ist und dass das geplante Monatsspecial, weil das war geplant unabhängig davon, was diesen Monat ist, dass dieses Monatsspecial sehr gut zum Ende dieses Monats hinpasst, denn es wird ein zu Halloween passendes Game und darum wird das Monatsspecial diesen Monat auf Halloween fallen. Und dürft ihr euch darauf freuen, wie gesagt, passt dahin. Soweit ich aber weiß, ist das ein Montag, ja, das ist Montag, der 31. Den Evocast werde ich nicht ausfallen lassen. Ich muss mir überlegen, wie ich das mache, ob ich den Evocast dann auf den Sonntag setze oder ob ich den Evocast dazwischen schmeiße. Weil das Projekt wird, denke ich, ich habe es noch nicht fertig, wird so circa 30 Parts bestimmt umfassen. Wie viele genau, weiß ich noch nicht, aber ich denke, so 30 Parts dürften das auf jeden Fall werden. Dementsprechend muss ich dann sowieso mal gucken, wie ich das mache. Und ja, schauen wir mal. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das ganz lustig wird, sowohl für mich als auch für euch. Und ja, schauen wir da mal einfach. Was das Monatsspecial diesen Monat wird, wie gesagt, wird nicht verraten. So wie immer eigentlich. Und ich kann nur so viel sagen, ist wieder eins der Spiele, wo ich denke, dass es viele oder doch einige Leute kennen. Ich weiß, dass der die es nicht kennt, weil der weiß es natürlich schon, was es wird. Und da hat er auch gefragt, hä, kenne ich nicht, sagt mir gar nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die mal oder viele Leute es kennen werden und total abfeiern werden, dass es davon mal ein komplettes Gameplay gibt. Wobei ich glaube, es gibt sogar eins, das aber glaube ich nur auf Englisch ist. Ich meine, ich habe da mal eins gesehen. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir es diesmal hin, den blöden Wal zu besiegen. Das sieht schlecht aus. Mist. Na gut. Dann halt so. Naja, gut. Aber wie gesagt, Halloween dieses Mal angepeilt und dann im November werde ich das, denke ich, nach vorne ziehen. Also dann werden wir ungefähr Mitte des Monats machen, weil da ist ja, soweit ich weiß, im November nichts. Außer halt Advent, die Tür schon brennt, aber da werde ich was anderes hin planen und da dürfte dann gespannt sein, das kommt dann irgendwann mal später wieder auf. So, dann ist ja letzte Woche das Format gestartet, vom Anime Talk und
Und das ist ein bisschen lang geworden, das erste Video. Das gebe ich offen zu. Ich meine, die meisten meiner Videos werden zu lang. Aber das ist definitiv so viel zu lang geworden. Das ist nicht die Standardzeit, die ich angeplant habe. Also angeplant wirklich, habe ich glaube ich auch im Anime Talk erwähnt, sind so zwischen 15 bis 20 Minuten. Ich habe das jetzt einfach nur mal so lang gehabt, weil ich alles mal so ein bisschen erklären wollte, dass wir alle so ein bisschen Grundlagen haben und auch ihr wisst, wie ich meine Animes immer kategorisiere. Und dementsprechend ist das ein bisschen lang geworden, sorry dafür. Aber wer ihn ganz geguckt hat, danke dafür auf jeden Fall. Wer nicht, kann ich vollkommen, voll und ganz nachvollziehen, weil es halt wirklich so eher so allgemein gehalten war. Aber wie gesagt, das wird jetzt jede Woche kommen und ja, ich werde mir so ein paar Themen halt immer rausdenken. Mal einen Anime, den ich komplett gefeiert habe, wo ich ein bisschen drüber gucken werde. Ich muss auch mal gucken, wie das mit der rechtlichen Lage aussieht. Das weiß ich leider nämlich nicht. Ich weiß, wie es bei Spielen aussieht, aber ich weiß nicht, wie es bei Animes aussieht. Was man da an Material benutzen darf, ob ich da überhaupt was benutzen darf, ob ich da einfach den Anime, keine Ahnung, ein paar Szenen rausnehmen kann und die dann benutzen darf. Oder ob ich da irgendwo was bezahlen muss, etc. pp., ob ich da Genehmigung einholen muss. Das heißt, die ersten Anime-Talks werden wahrscheinlich nur mit Bildern sein und komplett ohne Videos. Wie gesagt, ich kümmere mich darum, dass ich da irgendwen mal anschreibe. Ich nehme mal an, da werde ich am besten die Herausbringer anschreiben. Muss ich mal schauen. Oder ich, oh nee, am besten ich lese es mir in irgendwelchen Texten durch. Das ist, glaube ich, am besten. Weil so die Publisher werden sagen, ja, das ist wieder gratis dafür, für die Leute und das ist zwar geduldet, aber nicht unbedingt gerne gesehen. Irgendwie sowas wird dann wahrscheinlich kommen. Deswegen, egal. Wurscht. Werdet ihr dann sehen. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß an dem Format haben werdet wie ich, weil ich freue mich wirklich drauf, den Anime Talk wieder aufzunehmen. Und wie gesagt, also mir hat das echt Spaß gemacht. Oh mein Gott, unsere Lollipop-Farm geht richtig ab. Dann, was ziemlich cool gekommen ist, mich hat jemand angeschrieben unter einem Video. Und zwar war das unter dem Video von Paladins, dem 10. Video. Da hat er mir geschrieben, dass er ein paar Tipps für meine Thumbnails hätte, weil die wohl nicht unbedingt so Bombe wären. Das nehme ich nie persönlich. Also, wenn irgendwo was ist, wo ihr sagt, hey, guck mal, das und das ist nicht so ganz so optimal, immer her damit. Dürft ihr mir gerne sagen. Also ich bin da nicht irgendwie jemand, der dann sagt, nein, ich finde, das ist in Ordnung, geh mal weg, du hast keine Ahnung. Sondern ich bin wirklich jemand, der dann sagt, ja, okay, gut, kann durchaus sein. Sag an, was denkst du, was sollte ich da anders machen? Ich habe es oft genug gesagt, Leute, die halt wirklich meinen, dann zu sagen, ey, das ist alles scheiße. Mit solchen Leuten schreibe ich nicht. Mit dem habe ich mich aber hingesetzt. Mit dem habe ich offensichtlich schon mal Paladins gespielt. Kann ich mich persönlich nicht dran erinnern. Sorry nochmal dafür, aber ich kann mich persönlich nicht dran erinnern. Aber er war ganz nett, muss man echt sagen. Wir haben uns dann auch noch mal ein bisschen unterhalten gehabt und ich habe ihm das erklärt. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ja, stimmt, du hast ja total recht, das Ding ist total scheiße. Wenn ich das für total scheiße halten würde, dann wäre das nicht auf den Videos drauf, da könnt ihr euch sicher sein. Ich mache mir Gedanken, ich gucke, was
am sinnvollsten ist auf den Thumbnails. Und auch das hatte einen Grund, warum dieses Thumbnail so geworden ist, wie es geworden ist. Und das hat er dann auch verstanden danach. Und wie gesagt, es war eine entspannte Runde da. Und er hat auch gesagt, kein Thema. Er macht selber irgendwie Videos, weiß aber noch nicht so ganz, wohin es geht mit seinem Kanal. Also er hat jetzt ein Gameplay-Video. Dann hatte er da so ein vorher so ein Video mit 10 Fakten über Frauen, die dein Weltbild verändern. Und jetzt hat er irgendeine Speedart gehabt, also so mit Photoshop ganz schnell irgendwas zeichnen. Also das hat er innerhalb von 2,5 Stunden gemacht und hat das dann runtergekürzt auf eine halbe Stunde. Habe ich ihm dann auch gesagt, guck mal, du kannst das so und so, kannst das noch mal ein bisschen schneller laufen lassen. Und ich finde, so ein Austausch ist gar nicht mal verkehrt. Und das freut mich auch immer. Deswegen, wenn ihr irgendwo Kritik habt, immer her damit. Schreibt es mir unter die Videos, edit mich auf Steam. Ich nehme eigentlich Freundschaftsanfragen auf Steam. In der Regel, wenn ihr mir irgendwo vorher was geschrieben habt, hey, ich möchte dich bei Steam adden, nehme ich Freundschaftsanfragen an. Oder wenn ich euch im Spiel gesehen habe, dann nehme ich die auch an. Aber erreichen kann man mich immer. Und wie gesagt, ich habe die Möglichkeit, auf den Discord-Server zu kommen. Ich habe die Möglichkeit, über TS zu quatschen, Steam zu schreiben. Ich habe Skype. Also wirklich alle Möglichkeiten stehen euch da offen, mich zu kontaktieren. Wie auch immer ihr das machen wollt. Aber wie gesagt, wenn ihr Kritik äußert, dann bitte konstruktiv und nicht einfach sagen, ich finde das kacke. Sondern wirklich sagen, ich finde das kacke, weil. So. Das ist mir ganz wichtig. Aber sonst, wie gesagt, ich nehme Kritik immer gerne auf. Um gleich beim Thema zu bleiben, er hat ja die Thumbnails etwas kritisiert. Ich denke mir bei meinen Thumbnails immer was. Bei Paladins habe ich einen anderen Hintergrund hinter den Thumbnails als bei anderen. Da läuft ein Test von mir aus, wie das funktioniert, ob das klappt, werde ich halt sehen und dann eventuell darauf umsteigen, das so zu machen oder halt nicht. Wenn es dann halt total floppt, dann eher nicht so. Die Thumbnails allgemein werde ich jetzt demnächst, wie gesagt, habe ich glaube ich schon vor 2 Wochen mal erwähnt, werde ich bearbeiten. Ich habe mir so das Ziel gesetzt, so die ersten 50 Folgen von Dead by Daylight abzuwarten. Also wirklich, bis ich bei Folge 50 Dead by Daylight bin. Und dann sagen kann, okay, jetzt ist hier ein Punkt erreicht. Da ändern wir was und dann wird das ganze Thumbnail einmal geändert. Komplett, von Grund auf. Das heißt, da ist nicht mehr in Schwarz-Weiß vielleicht, dann habe ich vielleicht Sepia-Farben, was ich ja bei dem einen Patch, ich glaube 1.1.0 hatte. Ich weiß es nicht mehr genau. Also bei einem Patch, da weiß ich, hatte ich das in Sepia-Farben. Jetzt bin ich von 10 auf 11 gesprungen, so ein Scheiß. Oder was weiß ich, ob ich das dann nochmal komplett farbig mache, so wie das von einer Krankenschwester, das Thumbnail. Das muss ich mir noch anschauen. Aber auf jeden Fall wird es, denke ich, nicht mehr schwarz-weiß. Das heißt nicht, dass ich das Thumbnail nicht mag. Ich mag das Thumbnail wirklich. Und es ist, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, eins der ersten Thumbnails von mir gewesen, die ich überhaupt je hatte. Und dafür finde ich das richtig gut geworden, eigentlich sogar. Nur finde ich, es ist eine Sache, die für mich geändert werden sollte. Nicht, dass ich es bereue, das irgendwie draufgesetzt zu haben, sondern wirklich,
Es fehlt ein neuer Anstrich. Und ich denke, neuer Look tut auch Dead by Daylight jetzt inzwischen ganz gut. Und darum möchte ich dem so ein bisschen jetzt helfen, indem ich da halt, was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich da wirklich hinsetzen und das so erstmal überlegen. Bei Isaac ist es genau das Gleiche, wobei ich dann nicht auf die 50 warten werde, denke ich. Ich denke, bei Isaac wird so die 40 angepeilt. Dass ich die 40, also bei Dead by Daylight die 50 halt noch durchziehe mit dem Thumbnail und bei Isaac halt die 40. Weil da sind wir im Moment bei 32 Parts und bei Dead by Daylight sind wir, glaube ich, beim 44. Ich glaube, heute kommt der 44. Part raus. Und ich kann heute mal wirklich, wirklich heute sagen, weil wir haben auch gerade Montag. Ich kann gerade nämlich mal eben live gucken. Wir sind da im Moment bei 43 und da heute Dead by Daylight auf dem Plan steht, müsste gerade Folge 44 hochladen. Ne, die ist schon oben. Die habe ich schon hochgeladen. Und dementsprechend, da kommen noch 6 Folgen von und dann war es das mit dem Thumbnail. Ich bin gespannt, wie das no wie mein neues aussieht. Da bin ich selber drauf gespannt, was mir da für ein Schwachsinn einfällt. Aber ich freue mich drauf. Thumbnails machen ist eigentlich so eine Sache, die mache ich nebenher ab und an mal wirklich gerne. Es gibt Thumbnails, die finde ich richtig hart zum Kotzen. Dazu gehört zum Beispiel XCOM. Das habe ich schon mal erwähnt, dass das für mich persönlich eins der schlimmsten Thumbnails ist. Aber, so, können wir das machen. Persönlich finde ich, sind die meisten meiner Thumbnails doch relativ schön zu machen. Naja, gut. Muss, ist halt Geschmackssache. Neues Thumbnail habe ich auch schon designt. Heute flutschen die Überleitungen. Habe ich auch schon gemacht zu dem Radial Sea von Mighty No. 9. Das liegt aber daran, dass ich jetzt seit Juli habe ich kein Mighty No. 9 mehr gespielt. Da habe ich jetzt wieder mit angefangen, muss mich also in die Steuerung erstmal wieder reinfinden. Ist gar nicht mal so leicht. Aber ich habe wieder Bock. Es macht Laune, definitiv. Das Spiel macht auf jeden Fall Laune. Und für mich persönlich ist es wie eine zweite Season. Deswegen habe ich auch extra gesagt Season 2. Findet es also nicht mehr unter der alten Playlist, sondern unter einer neuen Playlist, nämlich Mighty No. 9 Radial Sea Season 2. Irgendwie so heißt sie. Guckt einfach nach. Das ist, glaube ich, die aktuellste Playlist. Müsste das sein? Oder? Da bin ich mir nicht sicher. Also eine der zwei aktuellsten Playlists müsste es sein. Und da könnt ihr gerne euch den aktuellsten Part mal angucken. Ich werde es jetzt auch so machen, dass ich zwar nicht jedes Level 50 Mal mache, aber dass ich es wieder so wie bei Back mache, auch Fehlschläge hochlade. Das mache ich aus dem Grunde, ich kann es dann regelmäßiger bringen. Ich komme dann eher wieder rein. Für mich ist die Frustration nicht so hoch. Und ich finde, das permanente Gespoiler, weil es ist ja nichts anderes. Ihr wisst, am Ende hat er das Level geschafft. Finde ich persönlich scheiße. Dementsprechend werde ich auch jetzt wieder Parts hochladen, wo ich nicht
bis zum Ende gekommen bin, also nicht den Endboss geschafft habe. Vielleicht schaffe ich den in der nächsten Runde direkt, vielleicht aber auch nicht. Das könnt ihr vorher nicht wissen. Und das ist das, was für mich persönlich am sinnvollsten ist. Was ihr darüber denkt, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ich werde es auf jeden Fall so machen. Ich habe das bei anderen gesehen, die haben einfach ein Level genommen und haben das so lange gespielt, bis sie es geschafft haben. Das haben die aber dann nur mit Back gemacht. Und da muss ich dann ehrlich sagen, ich musste grinsen, als da manche Leute, ich glaube bei Counter-Shade war es. Oder Brandish. Vor allem schlimm, dass ich die Namen noch alle weiß. To make to Porsche. Get more awesome. Okay. Machen wir das. Und ja, die haben das gespielt und dann haben die bei irgendeinem haben die 1,5 Stunden gebraucht. Und ich sag mal, das ist wirklich hart. Und das werde ich nicht tun. Da könnt ihr euch sicher sein. Ich werde das in einzelnen Parts hochladen, weil so kacke bin ich nicht, dass ich innerhalb von 5, 6 Minuten drauf gehe. Ich bin aber auch wahrscheinlich nicht so gut, vor allem jetzt nicht nach der langen Pause, dass ich direkt wieder komplett durchrocken werde. Also ich werde jetzt nicht bis Trinity hieße, bis Trinity durchrocken und nicht einmal sterben, sondern es wird wahrscheinlich so aussehen, dass drei Parts, denke ich mal, dürften es wahrscheinlich sein, dass ich jetzt in der Factory hänge, dann werde ich ja, da muss ich ja wahrscheinlich noch mal, muss ich das eigentlich machen? Ach, wie hieß die kurze denn? Da, wo ich nicht damals Beck gespielt habe, sondern den Mädelroboter. Call, richtig, Call hieße. Ob ich das Level auch machen muss? Ich weiß es noch nicht. Schauen wir uns das mal später an. Naja, gut. Aber wie gesagt, da bleibe ich jetzt auf jeden Fall am Ball. Das Ding möchte ich auf jeden Fall fertig bekommen. Gut. Andere Spiele habe ich jetzt auch nicht, wo ich die mal nur random reinschmeiße. Außer, und jetzt kommt's, die nächste Überleitung, Stardew Valley. Ich habe ja jetzt letzte Woche habe ich mein Stardew Valley mal wieder rausgekramt. Ein Spiel, was, glaube ich, so gut wie jeder, der dieses Jahr sich mit Spielen beschäftigt hat, gesehen hat. Irgendwo habt ihr es gesehen. Ob es bei euch in der Steam-Bibliothek aufgetaucht ist, ob ihr es irgendwo auf YouTube gesehen habt, irgendwo. Also man kann an diesem Spiel, glaube ich, im Moment nicht dran vorbeigegangen sein. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Weil Stardew Valley hat alle Rekorde gebrochen. Also wirklich alle Rekorde. Hat AAA-Titel, alle im Frühling mussten gegen Stardew Valley zurückstecken. Und da ist ein neuer Patch rausgekommen, nämlich der 1.1-Patch. Und mir ist durchaus bewusst, dass es schon Hunderte, wahrscheinlich Tausende Menschen gibt, die Stardew Valley gespielt haben. Mir ist auch durchaus bewusst, ich habe mich natürlich auch auf YouTube umgeschaut, dass jetzt viele auf den 1.1-Patch wieder draufspringen und sagen, hey, cool, kann ich machen. Und auch da gibt es Leute, die haben einfach gesagt, sie nehmen in ein Video einen viel, viel längeren Ingame-Zeitraum rein. Dann gibt es da Leute, die haben eine Season in einer Folge. Dann gibt es Leute, ich habe einen gesehen, der hat ein ganzes Jahr in einer halben Stunde gehabt, weil er es halt geschnitten hat. Und da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Stardew Valley ist wirklich so ein Spiel,
Ja, auch ich weiß, wie man durchrusht. Also ich habe es auch schon geschafft, innerhalb von 2 Seasons sind es ja da, innerhalb von 2 Seasons 1 Million zu machen, und dann kann man sich so gut wie alles leisten. Das ist kein Problem. Sobald man das System hinter dem Spiel verstanden hat, ist das wirklich easy. Und das finde ich blöd. Das finde ich für ein Gameplay einfach absolut blöd. Darum habe ich mich auch dagegen entschieden, die fürs Farmen, in einem Farming-Spiel Farmen, fürs Farmen von Erfahrung etc. pp. Die beste Farm ist die Bergfarm. Damit habe ich mich halt vorher auch schon beschäftigt gehabt, aber da wollte ich einfach nicht wirklich den einfachsten Weg nehmen, sondern wirklich meiner Meinung nach den interessantesten Weg. Denn auf der Bergfarm muss man sich wirklich vorstellen, kann man innerhalb von einem Tag, oder hat man am ersten Tag Kupfer, und zwar in rauen Mengen. Das werdet ihr bei mir definitiv die nächsten paar Tage nicht sehen. Warum in den nächsten paar Tagen? Weil Stardew Valley wird in den Random Games erstmal bleiben. Warum wird es in den Random Games bleiben? Ganz einfach aus dem Grunde: Ich werde es wahrscheinlich jetzt ziemlich hart suchten. Der Multiplayer ist immer noch angekündigt. Es gibt eine Mod angeblich. Also ich habe das irgendwo in einem Forum gelesen. Dass es da schon eine Mod für gibt, für einen Multiplayer. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher bei der Quelle, wo man diesen Mod runterladen kann, ob das wirklich so eine safe Variante ist. Und ich warte dementsprechend lieber auf die Originalversion des dann hoffentlich bald ankommenden Multiplayer-Modus. Und dann, ich denke mal, der D wird da auf jeden Fall mitmachen. Ich frage mal den Monchi, ob er da Bock drauf hat, da mitzumachen. Keine Ahnung, ich habe da noch so ein, zwei Leute, die ich dann gerne anschreiben würde. Leute, die ihr nicht kennt. Jemanden, den ich zum Beispiel mal abonniert hatte. Und da würde ich mich drüber freuen, wenn das klappen würde und ich da halt wirklich mal eine Gruppe von 4 Leuten wäre, glaube ich, ganz praktisch für Stardew Valley. Wenn ich die zusammenkriegen würde, das wäre schön. Da würde ich mich drüber freuen. Weil das wäre bestimmt witzig. Ich freue mich drauf. Aber wie gesagt, das ist halt erst angekündigt, und wann der wirklich kommt, das steht in den Sternen. Das kann ich euch leider auch nicht sagen. Was macht ihr da hinten? Meine Mäuse nehmen gerade ihren Käfig auseinander. Ich weiß auch nicht, was die gerade schon wieder haben. Naja, wurscht. Am Wochenende sind ja jetzt vom D 2 Games rausgekommen, also 2 Gameplays. Ich persönlich fand seine Gestaltung der Titel ein bisschen merkwürdig, habe ich ihm auch gesagt. Aber seht es einfach so: Wir sind halt 2 unterschiedliche Menschen und machen es halt auf unterschiedlichen Arten und Weisen. Bei mir kennt er das ja mit dem 1/2, wenn ich eine Folge cutte. Er macht das halt anders. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also wenn er das so machen möchte, dann kann er das, wie gesagt, gerne machen. Und ich lasse ihm da vollkommen freie Hand. Habe ihm halt nur vorher gesagt: Ey, das sieht jetzt komisch aus, weil es jetzt auf dem gleichen Kanal 2-mal unterschiedlich gemacht wird. Gut, aber ich denke, es steht ja auch extra immer dabei, wenn nichts dabei steht, bin ich in dem Gameplay, und wenn er was dazu schreibt, dann, wenn der D da hinten dran steht, dann ist er in dem Video dabei.
Und ja, ich denke mal, da dürfte es auch keine Probleme geben. Denke ich auch nicht. Der hat nämlich ganz gute Aufrufzahlen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass da das ein oder andere Mal geschummelt wird von ihm selber. Ist kein Vorwurf, aber ich glaube, da wird ein bisschen geschummelt. Oder von seinen Brüdern, dass er gesagt: Ey, ich habe ein Video hochgeladen, da müsst ihr draufklicken. Weiß ich nicht. Seine Videos haben auf jeden Fall immer relativ gute Aufrufzahlen. Könnte auch daran liegen, dass er halt weniger macht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall generiert er Aufrufzahlen. Das ist das Wichtigste. Demnächst kriegst du das Doppelte von deinem Gehalt. Gut. Nee, also das freut mich eigentlich. Das Problem, warum er nicht selber einen Kanal hat und warum er nicht regelmäßig das macht. Er hat mir selber gesagt, die Videos nehmen ihm ein bisschen vom Spaß, vom Gameplay-Spaß. Und das möchte ich nicht. Mir persönlich macht Zocken und nebenher Videos aufnehmen, macht es mehr, sogar mehr Spaß als nur zu zocken. Ich merke das immer, wenn ich so privat zocke, so. Ja, gut, ja. Zockst du mal das? Einfach so aus Langeweile. Aber dann verliere ich auch ziemlich schnell den Spaß wieder dran. Seit ich wirklich die Videos dazu mache, ist das nicht mehr so. Das Schlimme ist ja auch wirklich, man sieht dann auf seinem eigenen Kanal Gameplays und dann denkt man sich, boah, jetzt kannst du auch mal wieder das zocken. Oder du kannst das zocken. Oder du kannst das zocken. Also wirklich, das motiviert mich eigentlich noch mehr, die Videos zu machen und weiter zu zocken, das Spiel, was ich aufnehme. Deswegen, also an und für sich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber wenn das halt für ihn so ist, ich möchte ihn da halt nirgendwo reinzwingen. Also wenn er mir sagt, nee, das mache ich mal so ab und an mal, aber so regelmäßig wäre das nichts für ihn, dann ist das vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich werde ihn da auf gar keinen Fall zu zwingen. Und das wird er sowieso nicht mit sich machen lassen. Deswegen, also, ich bin happy darüber, dass das er es macht. Und ich finde die Videos auch ganz oft nicht schlecht. Das Einzige, was er halt lernen müsste, zu reden. Während des Spielens quatschen. Das ist auch für mich am Anfang ziemlich schwierig gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, wenn ich mir so mein erstes Isaac-Video angucke, wirkt das dann doch, selbst auf mich, noch ziemlich gedrückt. Sagen wir es mal so. Also, sehr verkrampft auf jeden Fall. Und das ist halt eine Sache, die sollte so nicht sein. Aber wie gesagt, das muss man halt mit sich selber klären, ob man das kann, ob man das möchte. Und wenn er sagt, nee, möchte er nicht oder kann er nicht, dann ist das vollkommen in Ordnung für mich. Ich habe ihm halt immer die Option gelassen, wenn du Bock hast, mach, wenn nicht, dann lass. Ist mir beides recht. Dementsprechend, wann das nächste davon rauskommt, ich glaube, er hat sogar schon eine Folge 3, hat er, soweit ich weiß, hat er schon aufgenommen von Terraria. Dann wird er die auch irgendwann hochladen und dann werde ich die irgendwann freischalten, beziehungsweise er kann die selber freischalten, weil die Thumbnails macht er ja auch selber. Also, nicht nur die Titel und die Gameplays macht er, sondern er lädt die Dinger auch selber hoch. Er macht den Thumbnail dazu, er macht die Videobeschreibung, er macht die Text dazu, alles. Also ich mache da gar nichts. Er sagt mir nur, ey, ich habe da eins, ich lade dann und dann hoch und dann macht er das. Da verlasse ich mich halt auch darauf. Und das hat mir gestern auch den Arsch gerettet, also am Sonntag. Weil ich wusste, als ich dann auf die Uhr geguckt habe, 15:03 Uhr.
Scheiße. Aber du hast Glück. Das 15-Uhr-Video, das hat der D schon gemacht. Ein Glück. Das hat er am Freitag schon gehabt, weil ich ihm gesagt habe, ich gucke dann einmal drüber. Weil wirklich so weit im Voraus hat er, glaube ich, noch nicht gemacht gehabt. Und dementsprechend war das für mich ganz wichtig, dass ich da einmal kurz drüber gucken kann. Nicht, dass ich ihm nicht vertraue, aber man muss es halt lernen. Ja, YouTube hat auch was mit Lernen zu tun, Leute. Aber war ganz schön. Ich habe auch des Öfteren mal grinsen müssen, wie ich mir da vorstelle, wie er da in seinem Zimmerchen hockt und dann Terraria spielt. Weil er findet es immer komisch, mit sich selbst zu reden. Ich denke mir es immer, da sitzt jetzt ja irgendwer auch vor dem Bildschirm und hört mir beim Gequatsche zu. Dementsprechend, ich rede ja nicht mit mir selbst, ich rede ja mit euch. Beziehungsweise, ups. Beziehungsweise, ich rede für euch mit einem Mikrofon. Wurscht. Wie gesagt, ist alles so eine Sache. Entweder man mag es oder man mag es halt nicht. Ich finde es gar nicht so schlimm. Naja, wurscht. Ja, gut. Soweit zu dem, was auf dem Kanal los war. Privat bei mir eigentlich gar nicht so viel passiert. Ich war die Woche über größtenteils genervt. Wenn das in den Gameplay-Videos rübergekommen ist, dann tut mir das leid. Es liegt aber größtenteils daran, dass das Finanzamt wohl bei mir noch eine Steuererklärung offen hat. Und Punkt 1, ich warte immer noch auf einen Brief von denen, wo die mir meine Steuernummer zuweisen. Also ich habe letztes Jahr schon eine Steuererklärung gemacht, logischerweise. Und da warte ich immer noch auf meine Steuernummer. Und es geht mir hart auf den Sack. Und da habe ich jetzt auch keinen erreicht gehabt. Deswegen muss ich das jetzt am Montag, beziehungsweise heute, ja, wir haben 1:11 Uhr, sorry dafür. Da muss ich heute irgendwie versuchen, jemanden anzurufen, dass ich dann da irgendwie mal meine Steuernummer rauskriege, dass ich die dann unter der richtigen Nummer einreichen kann. Naja, das wird schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil wenn nicht, dann muss ich 200 € Strafe zahlen. Das wusste ich auch nicht. Also man zahlt wirklich Strafe, wenn man seine Steuererklärung nicht macht. Das wusste ich nicht. Und das war richtig, richtig hart nervig. Und deswegen war ich auch ein wenig jetzt die Woche über gestresst. So, 100 pro Sekunde. Ich glaube, tausende Schritte gibt es auch. Müssen wir mal eben gucken. Und gibt es? Ja, gibt es. So, da gehen wir aber einmal erst auf die und dann können wir die tausender Schritte machen. 1000. So. Dann, wie gesagt, am Samstag, am 8. hatte mein Bruder Geburtstag. Was ich allerdings ziemlich asozial fand, außer meinen Eltern hat ihm kein Mensch gratuliert. Mein anderer Bruder hat nicht angerufen. Gut, seine Freundin wird ihm gratuliert haben, nehme ich mal an. Aber von unserer ganzen Familie, und man muss sich vorstellen, wir haben eine sehr, 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 sehr große Familie. Bei meinem Vater auf der Seite sind das, ich glaube, knapp 90 Leute, die wir kennen, die uns auch kennen und wo wir eigentlich doch ein relativ gutes Verhältnis zu hatten oder haben, ich weiß es nicht, hat kein Schwein gratuliert, nicht mal unsere Großeltern und bei meiner Mutter auf der Seite, ich weiß gar nicht, wie viele da schon von tot sind, kriegt man auch nicht alle mit. Also, ich meine, ich wohne ja sowieso ewig weit weg, also 200 Kilometer weit weg, kriegst ja kaum was mit. Aber ich glaube, wenn da jetzt großartig wer gestorben wäre, dann hätte ich das schon mitbekommen. Nee, keine Ahnung, das sind auch noch mal so knapp 100 Leute, die wir da auch kennen. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, und dann ruft kein Mensch an.
Ach Moment, 100 war, glaube ich, Maximum, ne? Ja. 100 Lollipops pro Sekunde ist, glaube ich, Maximum. Gut. Moment, ich muss mich mal eben hier auf Candybox konzentrieren. Und. Machen wir so. Machen wir so. Wir haben ja jetzt auch ein stärkeres Schwert. Das sollte jetzt also gut gehen dieses Mal. Polished Candy Diamond Sword. Und. Oh, das geht auf jeden Fall besser. Wenn ich jetzt genau wüsste, wie viel die Heilportion da heilt. Okay, offensichtlich 40 oder mehr. Ihr habt meinen Kollegen ja hinter mir schon gehört. Meine Maus, die ist aber leider Gottes immer noch krank. Das Problem ist halt wirklich, ich krieg's halt nicht weg. Das ärgert mich selber so ein bisschen. Das ist bei mir nicht mal so die Sache, weil es ins Geld geht, sondern wirklich so die Sache, mir tut das Viech halt wirklich leid. You found a pair of boots, a map, ja, es ist okay. Irgendwas haben wir gefunden. Was kam denn jetzt? Your speed during quest, wearing this hat, enhances your magic. The pink ring comes. You will recover faster after quests. Ah, okay, cool. It's swampiest swamp you ever seen. Wishing well. Throw a candy in the well. I will grant you one wish, so choose carefully from the list below. Multipliziere meine Candies mit 5, multipliziere meine Lollipops mit 8, gib mir eine Menge Portionen und Rolls. Ja, das ist nicht schlecht. Okay. Go to Forge. Leave the Forge. Schmeißen wir mal 10 Lollipops. I see that you have Lollipops. I could cast spells for you. In exchange, I love Lollipops. Also, Moment, geht ja gar nicht ums Gameplay hier eigentlich. Well. Okay, der braucht ein paar mehr Lollipops. So, ja, da kommt jetzt erstmal ein Frosch. Nee, die blöde Maus ist leider immer noch krank. Aber ich möchte halt nicht, dass er irgendwie Schmerzen hat und ich das nicht mitbekomme. Aber das kann er mir halt nicht sagen. Und, ich meine, der kriegt halt jeden Tag seine Schmerzmittel, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, gut. Kann man halt so sehen oder mal schauen. Ich hoffe, dass es wieder besser wird. First Quest. Perfect. Here's 10 Candies. Many more candies are waiting for you. Okay, wir konzentrieren uns jetzt mal eben auf die Fragen hier. Second question. If A implements B and B implements C and D implements A and E implements D, what does A implement B? Great. You seem to understand basic logic. Here is 100 candies. Es war doch ganz einfach. Das hat er direkt am Anfang gesagt. Third question. Consider 10 days. If I give you one candy on the first day and
Each other day I give you twice more candies than the previous one. How much candies will I give you on the day number 10? Consider 10 days. If I give you one candy on the first day. Also 1. And each other day I give you twice more candies than the previous one. Doppelt so viele candies wie davor. Das eine. How much candies will I give you on day number 10? Moment, das ist 1, 2, 4, 8, 6. Moment, ich muss die Tage auch zählen. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 und 512. Also das wär, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich gebe für twice more candy. Previous one. How much candies will I give you on? Also mit reiner Logik 512. Okay. Candies! If you could be whatever you want, what would you be? Any more enigma? Here's a story. There's a fox, a lion and a wolf inside a lunar crater. The fox is about to bite the lion, which is about to bite the wolf, which is about to bite the fox. It's snowing and Shrub is watching. Who's enjoying the story? Me. Also ich. Right. You are enjoying it? At least I hope so. Here's a chocolate bar for you. It's very... ja. Ah, sehr schön. Now just type the answers to the question. I will give you a very special present. What is the only thing to go beyond the limits of our universe? Was? Was is to go beyond the limits of our universe? Was weiß ich? Lass mich raten. Wrong. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was passiert, wenn wir jetzt nochmal hingehen? Keine Ahnung. Ist egal. Wir können erstmal die Candies faster machen. Und jetzt können wir endlich das Chocolate-Schwert schmieden. Sehr schön. Ach, wunderbar. Also, sorry, eigentlich habe ich ja gesagt, ich konzentriere mich beim Evocast immer auf das Gequatsche, aber das musste ich jetzt einmal so machen. Aber ich denke, das dürfte auch mal in eurem Interesse gewesen sein, dass ich da so ein bisschen auf das Gameplay achte. Gut, ja, eigentlich waren wir ja sowieso durch. Und, wie gesagt, sorry, dass ich am Sonntag verschlafen habe. Das Monatsspecial kommt diesen Monat an Halloween. Der Anime-Talk wird jetzt kürzer sein, wird sich nur noch um einen Anime drehen oder um ein Thema und dann ein, zwei Animes behandeln. Kritiken bitte immer konstruktiv äußern, dann bin ich da voll dafür, dass ihr das macht in den Kommentaren, über Steam, über was weiß ich, irgendwas. Kontaktiert mich einfach. Wenn ihr Fragen zu Thumbnails oder sowas habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Die werden jetzt aber demnächst sowieso ein bisschen geändert. Das heißt ein bisschen, die werden von Grund auf neu geändert. Zumindest die, die schon ein bisschen älter sind.
Stardew Valley ist gestartet. Solltet ihr auf jeden Fall gucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Der Digi hat zwei seiner Videos hochgeladen. Die sind jetzt zwar irgendwie zweigeteilt worden, aber das gilt als ein Video zusammen. Deswegen sind die jetzt an diesem Wochenende kollektiv hochgekommen. Meinte ich aber nein, spielen wir wieder ein bisschen. Da ändert sich ein bisschen das Regelwerk für mich. Und ansonsten, sorry, wenn ich diese Woche genervt war. Das geht wieder weg, denke ich. Hoffe ich. Bin ich mir sicher. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Anregungen, Kritiken, irgendwas habt, dürft ihr mir die gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Wir sehen uns dann in irgendeinem der Videos wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und haut rein. Bis dann und ciao, ciao.